Und willkommen wieder mit Nimdok in I Have No Mouth and I Must Scream. Ja, da haben wir eben eine interessante Telefax-Nachricht gelesen mit irgendeinem perfekten Bild. Und ich hoffe, wir steigen noch dahinter raus. Das ist hier dieses. Das war auch bedrohlich mit der DNA. Also, den wünsche ich inzwischen hier wirklich zur Hölle. Es kann ja wohl alles nicht wahr sein. Und teilweise die Entwickler aber auch. Uah. Yeah. The legends are true. This must be the Golem of Lost Tribe Folklore. Ja, das muss hier der Golem sein, aus der Folklore des verlorenen Stammes. Und ich tue noch mal einen Link zum Golem in die Beschreibung. Wen es interessiert, der kann es gerne lesen. Schauen wir uns doch diesen freundlichen Herrn mal an. This golem appears to be made of steel and molded clay. Aha, der ist also aus Stahl und Ton. Interessant. Bevor wir mit dem was machen, gucken wir uns aber erst noch mal ein wenig näher hier um. Und zwar hier gibt es ein Fass, eine Tonne. This vat contains a silvery liquid. Mercury, perhaps. Und da blinkt ein Licht und hier ist ein großer Schalter. Das heißt natürlich, wir können hier dieses Licht über dem Fass ausknipsen. Und das tun wir auch sofort. Yeah. Aha. Und schauen nochmal ins Fass. I see a mirror. It was obscured by the light. Ja, der Spiegel wurde vom Licht verdunkelt. Logik, genau. Und noch logischer ist, dass wir jetzt das ganze Fass nehmen müssen, um an diesen Spiegel dran zu kommen. What is this mirror doing here? Mein Gott, nimm Doc, nimm. Ja, da haben wir einen Spiegel und da schauen wir auch gleich sofort auf der Stelle mal rein. Weil wir haben uns 109 Jahre nicht im Spiegel geguckt, aber schaut mal, wie schön hell wir hier schon sind. Und los geht's. Ja, use mirror mit dir, bitteschön. Hallo? Nee, ach so. Ja, ganz toll. Wir müssen natürlich im Spiegel schauen. Oh mein Gott, it is true. 1945, turning my Jewish parents over to the Nazis for Ich extermination. fasse es I have nicht. found the lost tribe. It is me. Ich fasse es nicht. Der Mann ist selber Jude und hat seine jüdischen Eltern an die Nazis ausgeliefert, um sie vernichten zu lassen. Sag mal, also das glaube ich jetzt nicht. Aber auf wessen Mist ist denn so eine Scheiße gewachsen? Glaubt ihr es? Ich fasse es nicht. Das macht ihn mir jetzt nicht sympathischer. Ganz im Gegenteil. Und du Honk, du wirst zugrunde gehen. Und zwar ganz fürchterlich. Da werde ich schon für sorgen. Ja, du kannst ja noch so die Nägel polieren. Wir schauen uns jetzt erstmal hier diese Blaupausen an. Boah! Such a strange combination of scientific plans and mystic symbols. This has something to do with the golem. But the meaning is not clear. Ja, dir ist auch nie irgendwas klar. Nimm doch, was weißt du eigentlich? Naja, wenn wir mal gucken, wie alt du schon warst, als Anne dich schnappte, wahrscheinlich. Oh, meine Güte, ich mach. Nee, ich will da jetzt auch nicht weiter drüber philosophieren. Gut, also er kann mit den Blaupausen nichts anfangen, aber wir hatten ja ein bisschen Tipp von dem Mann im Zaun. Und das Erste, was wir unbedingt tun müssen, ist, diesem Golem die Augen einzusetzen. These eyes fit into the column sockets perfectly. Ja, und hier an dieser Stelle werde ich auf jeden Fall nochmal abspeichern, weil es mir schon zu oft daneben gegangen ist, da ich die Reihenfolge nicht richtig eingehalten habe. Das ist auch nicht so ganz klar. Jetzt müssen wir nämlich mit diesem beäugten Knaben mal ein wenig reden. Der sagt zwar nichts, aber egal. Und zwar erstmal nochmal reflektieren, was uns der Mann im Zaun gesagt hat. Also um den zu wecken, die Wahrheit aussprechen und ihn küssen. Aber trotzdem kann es dann noch daneben gehen, zeige ich euch gleich. The man caught in the barbed wire
said to waken the sleeper, utter the truth and kiss him. Ja, und wir dürfen auf keinen Fall anfangen, auf keinen Anfall, ja, ich krieg aber gleich ein, dürfen auf keinen Fall anfangen mit Golem wake up, sondern wir müssen zuerst sagen, time is truth. Zeit ist Wahrheit. Wir dachten immer Geld, oder? Ja, ne? Voll daneben. Time is truth. Ja, und jetzt dürfen wir sagen, Golem wake up, glaube ich. Ja, ja, ich glaube schon. Und dann müssen wir ihm sagen, dass für uns es immer 1945 sein wird. Und das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. The truth is that for me it shall always be 1945. Und jetzt müssen wir ihn küssen. Nimdok macht es sich glücklich nach so langer Zeit. Ohne Liebe, ohne Küsse. Ja, da, mach. Und yeah, geschafft. Und was wir auf keinen Fall tun dürfen, ist ihm zu sagen, dass er all unseren Befehlen gehorchen soll. Das wird er trotzdem tun. Aber wir heißen ja nicht Ellen, sondern Nimdok. Yeah. Also, Golem, folge mir ins Labor. Bitte. Wäre vielleicht noch ganz nett gewesen hier. Golem, follow me into the laboratory. Ja. Nimdok, I was afraid I had lost you back there. It is good to see you. And our new friend. Oh oh. Wieso? Prost erstmal noch unseren neuen Freund. Das ist hier dieses fiese Arschloch Mengele, mit dem wir leider reden müssen. Wir kommen nicht umhin, das zu tun. Weil es dann noch einige interessante Informationen gibt. Und zum Beispiel über diesen Spiegel. Und das Projekt Bild und oder wie auch immer das hieß. Gut, wie bist du dem Mob entkommen, du alter Ekelarsch? How did you escape the mob? Did you forget that the compound has a secret escape route? Well, no matter. I see that you have revived the Golem. Ja, wir haben den Golem wiederbelebt und außerdem gibt es irgendwo noch einen geheimen Fluchtweg, aber der interessiert uns nicht weiter, sondern was Mengele über den Golem weiß. You know about the Golem? Of course! Part of the master plan is to strip the lost tribe of everything, even their folklore. Also Teil des Masterplans ist, dem verlorenen Stamm alles zu nehmen, sogar ihre Folklore. Interessiert uns jetzt erstmal weiter auch nicht, wie immer in diesem Spiel. Wir haben nämlich das Telefax gelesen. Und was ist das mit diesem Projekt Perfect Image? I read the teletype. What is Project Perfect Image? That was a secret project in the area of reflective surfaces. It bestows the clarity to see yourself with utter objectivity. Unfortunately, it worked too well. Also dieses Projekt Image beinhaltet, dass man sich selbst mit absoluter Klarheit und Objektivität sieht. Und das scheint für den Herrn Führer so gut funktioniert zu haben, dass er Selbstmord begangen hat. Wie schön, ich freue mich. You mean that it worked well enough to drive the leader into committing suicide? The leader's death is a serious blow to us all. Ach, was. But our Golem is more than powerful enough to destroy the lost tribe. Und jetzt wollen sie den Golem, der ja eigentlich zum verlorenen Stamm gehört, gegen eben diesen anwenden. Der hat sie ja wohl nicht mehr alle, oder? Aber wir haben natürlich in den Spiegel geschaut und erinnern uns kristallklar an alles, an die Forschungscamps und an das Serum. I looked into the mirror. I now remember everything with crystal clarity. The research camps, the serum. Ah, yes, oh. The youth serum. Your research demanded the deaths of many children, but your hard work was successful. Eternal youth for those who deserve it. Wir sind ja noch übler als meine vier Alchemisten entsorgt, Nemesis, also hunderte von Kindern haben sie abgeschlachtet für irgendein Jugendserum-Scheißdreck. Ich glaub es nicht, aber das genau, das war wahrscheinlich auch noch ein Grund,
dass er die alle so lange am Leben halten konnte. Now I know how Am was able to keep us alive for so many years. Alles deine Schuld. Your serum can sustain us forever. We have all the time we need to resurrect the regime. Ich sag's dir, du Arschloch, das willst du gar nicht. Wir brauchen erstmal ein bisschen frische Luft. Excuse me, Doctor. I need to get a breath of fresh air. Ja, das wollen wir schon. Aber bevor wir das tun, lass uns doch mal den Ekeldeppen hier einen Blick in den Spiegel werfen und schauen, was da passiert. Oh my God! No! Ja, und jetzt ist er paralysiert, versteinert. Ob für immer, wissen wir nicht. Aber ich habe das mal probiert und festgestellt, es schadet uns nichts. Und deshalb machen wir es jetzt auch. Wir werden nämlich jetzt mit dem Golem noch ein ernstes Wörtchen reden und sagen, tu es, Golem, tu es, weil es ist mir ein Vergnügen. Gollum, kill Dr. Mengele. Ja. Bleh. He was a pig. Und damit tust du den Schweinchen unrecht, aber er grinst und es ist gut so. Wir reden noch einmal mit dem Golem und gehen nach draußen. Ja, wir trauen uns, wir fliehen nicht, wir rennen nicht mehr davon. Wir beenden nicht unsere seltsamen Experimente und Forschungen. Und wir werden Am wieder ungeheuer wütend machen, aber ist egal. Gollum, follow me outside. Nimdok. I knew that you would lead us to where the regime would resume its atrocities. We are here to make you pay for what you did to us. To pay in blood. Also er ist eigentlich auch so ein Auge um Auge, Zahn um Zahn Typ. Und ich weiß immer nicht, ob ich das so toll finden soll. Ich meine, bei Mengele war es mir jetzt ein Vergnügen. Insofern manchmal ja, aber meistens eigentlich nicht. So. Unsere Antwort darf nicht sein, dass wir den verlorenen Stamm, dass der Golem den verlorenen Stamm zerstören soll. Natürlich nicht. Und auch nicht den Eingang zum Bunker bewachen soll, weil ich wüsste gar nicht, was ich dann tun sollte. Das habe ich auch nicht probiert. Sondern wir übergeben den Golem dem verlorenen Stamm, also dahin, wo er gehört. Gollum. I transfer control of you over to the Lost Tribe. So, you admit your crimes. But that does not release you from punishment. Nein, Strafe muss sein, klar. Now the Golem will serve the purpose for which it was constructed. Golem, kill Nimdok. Ja. Und? Jetzt ist er weiß. Und tot. Und auch wieder nicht. Not as alike as I thought, Nimdok. The spark of humanity somewhere. Always that wretched little spark. You've confronted your past, but you refuse to continue your research. That's what I asked you to do. Since you now identify with your victims, I suppose it's only right that I let you experience their tortures too. Listen carefully, humans. We are not Am. We are others within Am. We are your friends. Am hoped to finally break all of you, but we intervened in each of your psychodramas to allow an open ending. You should have been tortured. Instead, with our help, you surprised him over and over. When Am tried to compensate for what he couldn't expect, it widened the hole into his realm. Am has withdrawn into himself, attempting to analyze what went wrong. He does not suspect our interference. Now is the time to attack. But we can send only one of you into his RAM space at a time. To send you into cyberspace, we must transform your physical body into a stealth virus subroutine. This may be your only opportunity to end your tortures. Which of you will lead the attack? Ja, wer den Angriff führen wird, das waren eben der russische und chinesische Computer, die zu uns geredet haben. Und warum Am die jetzt nicht gehört hat, ist uns auch ein bisschen schleierhaft. Wir werden aber auf jeden Fall im Endszenario sehen, ob sie uns wirklich helfen oder vielleicht doch nicht.
was wir tun können. Können wir vielleicht alle fünf noch irgendwie in ein fröhliches Leben, in eine fröhliche Welt hinausschicken? Oder wird es alles ganz anders? Ja, das werden wir dann sehen. Noch ein kleines Wörtchen zu Nimdok. Ich habe euch ja gesagt, er ist sauer, ne? Weil Nimdok hat zwar den verlorenen Stamm gesucht, hat dann aber festgestellt, dass er selbst ein Teil davon ist und daraus die Konsequenzen gezogen, was ich ja im Prinzip eigentlich eine recht gute Sache finde. Sympathisch ist er mir trotzdem nicht, weil das wiegt nicht auf für all das, was er getan hat. Gut, in der nächsten Folge geht's dann schon ins Endszenario. Ich muss mal gucken, ob ich das in einem Rutsch durchspiele oder auch nochmal aufteile wegen der Spannung. Das werdet ihr sehen, wenn ihr da wieder dabei seid in I Have No Mouth and I Must Scream.